Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Dokumentarfilms Teachers of Peaches. Ich bin's du. Jetzt wollte ich schon meinen bürgerlichen Namen sagen, so weit kommt's hier noch. Das ist ja unglaublich. Und mit mir heute dabei ist die Lida. Hallo, Lida. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Ja, ganz klar, dieser Podcast wird ein Explicit bekommen, denn wir reden über die Musikerin, Künstlerin, Aktivistin Peaches, die ich im Vorfeld schon ein bisschen kannte. Lida, wie viel wusstest du von Peaches? Ich habe sie tatsächlich auf der Bühne gesehen als Vorband von Marilyn Manson seinerzeit in den Zeros, glaube ich, war das. Also als ich noch sehr jung war und nicht so eine alte Oma wie heute. Aber das ist ja nicht schlimm, denn Peaches ist ja auch inzwischen, wie sie selber sagt, eine Rock-Oma. Genau, die dann selbst dann mit dem Rollator auf die Bühne kommt, so als kleiner Joke. Ihr da draußen, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, Peaches, ist das nicht diese komische Prinzessin, die immer von Mario gerettet wird? Ja, ist es auch, aber wir reden über eine andere Peaches, nämlich um die Musikerin Peaches, die in den frühen 2000ern so das erste Mal, so würde ich sagen, in Erscheinung getreten ist, oder? Ja, Meryl Nisker heißt sie mit bürgerlichem Namen und sie ist Kanadierin. Damals hatte sie sogar einen Auftritt bei Top of the Pops, den wir in Ausschnitten in der sehr amüsanten und unterhaltsamen Doku sehen. Und der, nun, man kann nicht sagen, dass er in die Hose gegangen ist, obwohl ihre Hand da mehrfach hinwanderte. Aber es war doch etwas ganz anderes in der gesamten Darbietungsform als das angepasste, mainstreamige, weichgespülte Softpop-Zeug, was man normalerweise da sieht. Insofern ein sehr, eine Art Culture Clash. Ja, also sie spielt auch gerne so ein bisschen mit der Provokation, also wenn es um Sexualität geht, aber auch um solche Sachen wie zum Beispiel, dass sie ihre Achselbehaarung zeigt zum Beispiel, dass sie sich halt in den Schritt fasst, dass sie halt sich hinsetzt, als ob sie halt eben in Anführungszeichen ein Mann wäre und halt eben breitbeinig da sitzt. Das hat sie damals mit einer sehr erfrischend Schuspe gemacht und hat natürlich dafür gesorgt, dass sie auch lange Zeit Gesprächsthema war. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich wusste halt, dass sie eine Musikerin ist. Ich kannte ein, zwei Songs von ihr, vor allem den von uns gerade eben schon perfekt turnierten Fuck the Pain Away, die auch ein ordentlicher Banger ist, wenn man mal ehrlich ist. Ansonsten war es für mich ganz interessant, diese Doku von den Regisseuren Philipp Fußenegger, glaube ich, heißt der Wettermann, und Judy Landkammer, weil ich wirklich viel gelernt habe über diese Frau und das ist schon mal viel wert. Wie war es bei dir? Absolut. Diese Doku ist wirklich sehr unterhaltsam und spannend, egal ob man fast gar nichts von dieser Künstlerin weiß oder ein angestammter Fan ist. Wir sehen Behind-the-Scenes-Aufnahmen, Konzertvorbereitungen, wir sehen ganz viel altes Archivmaterial, auch super frühe Musikvideos, Interviews, die Jahrzehnte alt sind und auf Touren oder zwischen Konzerten geführt wurden. Also auch ein bisschen echtes Underground-Material. Peaches hat da selbst ein großes, großes Archiv angelegt, wie mir das Regieduo im Gespräch, das ich führen durfte und das ja auch zum Filmstart dann auf Movie Break übrigens findet, erzählt hat. Und davon sehen wir wirklich die richtig tollen Schätze. Die Doku hätte eigentlich gut noch mal eine Stunde länger gehen können. Das sehen wir jetzt vielleicht mal als DVD oder Extended Version. Wobei, es ist ja auch immer ein gutes Gefühl, wenn du aus so einem Film rauskommst und das Gefühl hast, es ginge noch mehr. Absolut. Ja? Es gibt ja auch viele Filme, die ja einfach viel zu lang sind und nicht wissen, wann man aufhört. Aber dieser Film fasst sich dann auch in den entscheidenden Momenten immer kurz und knapp und zeigt auch wirklich alle Facetten dieser Künstlerin. Wir sehen jetzt also nicht nur endlose Konzertaufnahmen oder Talking Heads, die alle sagen, ja, Peaches ist super. Und es gibt nicht wenige biografische Dokus, die genauso aufgebaut sind, sondern gerade, was du erwähnt hast, mit solchen Aspekten wie der Körperbehaarung oder ihrem
ja, offensiv sexualisierten Auftreten. Das war damals in dieser Zeit, den frühen Zeros, noch wirklich ein Skandal. Und es war auch etwas, das zu Irritation und viel Ablehnung führte, das auch dazu geführt hat, dass sie und ihre Musik oft regelrecht herablassend kritisch besprochen wurden. Einfach nur, weil das dann ganz deutlich wurde in diesen Schmähkritiken, dass nicht etwa die Musik irgendwie nicht bestimmten Ansprüchen genügen würde, sondern die ein Problem damit hatten, wie sie sich kleidet, wie sie auftritt, wie sie redet und was sie sagt. Und das wird natürlich bei einer Frau, besonders in der damaligen Zeit noch viel stärker, ganz anders bewertet als bei einem Mann. Das sieht man ja auch bei anderen Figuren in der Musikgeschichte, sei es jetzt Janis Joplin oder Courtney Love. Dass es eben einen großen Unterschied gibt, was Männer, wenn Männer sich besaufen, ist es cool, wenn Frauen es machen, heißt es, ist ja ekelhaft. Ja, ich finde auch, dass die Doku ein sehr schönes, also, dass sie so viel auch zeigt, was dann einen auch so ein bisschen überrascht. Also du, am Anfang bekommst du Bilder gezeigt, wie sie halt eben da singt, Fuck the Pain Away und also obszön hoch 10 und dann fängt es aber so an in ihrem Leben und du erfährst, dass sie früher als Kindergärtnerin gearbeitet hat. Das ist auch so schön, also dass sie die Doku auch so klar macht, wie vielseitig und facettenreich diese Person, diese Peaches halt wirklich ist, weil wenn du dich halt nur darauf jetzt verschrecken würdest, dass sie halt Fuck the Pain Away singt, würdest du, glaube ich, nicht mal wirklich sehen, was diese Frau alles geleistet hat und was sie alles macht. Ich fand es auch sehr schön, wir begleiten sie ja auch bei ihrer, also damals aktuellen Tour, wie aufwendig das alles ist, weil ich dachte eigentlich immer, Peaches ist einigermaßen bekannt, aber so bekannt auch wieder nicht, aber da wird ja wirklich einiges angekracht, wenn die auftritt und auch ihre Bühnenpersona, wo darauf eingegangen wird, wie viel ist eigentlich jetzt Bühnenpersona und wie viel ist die echte Peaches und ihr Verhältnis, ihre Beziehung meine ich, zu ihren Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne. Ich muss sagen, es klingt jetzt ein bisschen wie so ein Altherrenwitz, aber sie hatte auch sowas, was Muttihaftes teilweise. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ja, das ist durchaus wahr und auch sehr amüsant. Sie sagt ja inzwischen auch selbst, sie sei eine alternde Cat Lady, weil sie mehrere Katzen da zu Hause hat. Und es ist auch vielleicht überraschend, wie sortiert und ordentlich alles bei ihr zu Hause aussieht. Also man denkt ja manchmal, solche Leute leben nur in total verwüsteten Rockbuden. Aber nein, das ist alles durchaus bürgerlich. Aber sie ist überhaupt nicht bürgerlich in ihren Ansichten und ihrer Haltung und ihrem Auftreten. Sie hat ja auch mal diese genialen Bühnenkostüme, die entweder sehr freizügig und minimalistisch sind oder so bizarre, gigantische Designergebilde wie dieses Teddy-Kostüm, wo lauter Brüste so aneinander genäht sind, so Brustattrappen, ja, natürlich. Oder ein Ganzkörper-Haar-Kostüm, wo sie so ein bisschen aussieht wie so ein Yeti. Also sehr geniale Sachen, wo man wirklich merkt, wie viel Kreativität eigentlich in so eine Produktion reingeht. Wenn man nicht zu denjenigen gehört, die alles nur choreografieren und von anderen machen lassen. Und wir sehen auch viele Wegbegleiterinnen da zu Wort kommen. Also Shirley Manson zum Beispiel, die Sängerin, ja, nicht zu verwechseln mit Marilyn Manson. Oder ihren Partner Black Cracker. Oder hier Chili Gonzales haben wir auch noch, der da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Also alles sehr geistreiche, unterhaltsame Gespräche und Interviews. Ja, die auch oftmals so einen suffisanten Charme und Witz auch haben. Also gerade dieser Chili Gonzales, wenn er so sagt, so ja, dieses Klischee, dass es nach irgendwelchen Teachers-Konzerten hinter der Bühne Orgien gab, das stimmt jetzt so auch nicht. Meistens schon, aber es stimmt jetzt so auch nicht. Das ist so, diese ganze Doku hat sowas Vitales, sowas Charmantes, sowas Amüsantes, nimmt aber dabei halt wirklich auch ihre Kunst und ihre Person auch immer ernst. Und sie macht auch einen guten Job, diese Doku, weil sie dich nicht so, also es hat nie was Belehrendes. Es zeigt dir einfach so, dass es halt eben diese Peaches, das ist ihre Überzeugung und danach nimmst du das halt eben an und findest das eben faszinierend oder aber eben du denkst dir, was ist das denn für eine seltsame Person? Ich für meinen Teil fand das sehr faszinierend. Ich habe ein bisschen was über sie gelernt. Ich muss ehrlicherweise sagen, nicht alles, was sie musikalisch macht, spricht mich an. Aber wie gesagt, Fuck the Pain Away ist ein Banger. Ich höre das Lied seitdem rauf und runter. Leider. Auch in absolut. Der Bahn. Absolut.
Ja, Stu hört es nicht nur, er singt es auch bisweilen, wie er mir anvertraute. Ja. Und da seht ihr aber, was für einen Impact ihre Musik hat, wenn sie selbst jemanden wie Stu zum Singen bringt. Ja. Und diese Doku macht also, das möchte ich immer wieder betonen, absolut Spaß und ist absolut lehrreich, auch wenn man wenig oder nichts mit dieser Musikrichtung anfangen kann. Das ist überhaupt nicht erforderlich, es ist auch irgendwo ein Stück Zeitgeschichte. Und man sieht hier ja auch immer wieder eine politisch sehr engagierte Frau. Das gibt da auch einige wirklich tolle Szenen, ich muss die jetzt alle gar nicht vorwegnehmen. Aber wo wir nicht nur vorgeführt kriegen, exemplarisch, wie sexistisch oder patriarchalisch manche oder viele Fragen in Interviews noch aufgebaut sind, einfach Fragen, die niemals männlichen Kunstschaffenden gestellt werden würden und die sie dann sehr gut und sehr klug pariert, oder auch solche Grundsätze, die für Peaches, denke ich, auch immer zutrafen, nämlich, dass ein Problem oder eine bestimmte Thematik in der Gesellschaft einen nicht selbst betreffen muss, damit man sich dafür engagiert. Wir sollten uns einfach alle für bestimmte Themen und Grundrechte einsetzen, unabhängig davon, ob das uns so passieren kann oder wir davon so betroffen sein können oder je waren. Also ich war, wie soll ich es ausdrücken, aber das war so eine Dokumentation, ich war irgendwie voll dankbar, die gesehen zu haben, weil sie mir halt wirklich diese Künstlerin näher gebracht hat und ich auch das Gefühl habe, ich habe auch was für mich mitgenommen. Also wie ich auch schon sagte, ihr Umgang mit ihrem, ich nenne es mal Bühnenpersonal, ja, mit diesen verschiedenen Leuten, die auch allesamt so ihre eigenen Sexualitäten haben und wie sie dann auch mit ihren Bandmitgliedern spricht und denen auch so zeigt, okay, das ist jetzt eure Bühnenpersona, lebt ihr aus, aber sie auch niemals, sag ich mal, dazu zwingt, was zu tun, was sie nicht auch selbst wollen. Diese Frau hatte was, ich sage es nochmal, was Mütterliches, sowas Weises, aber komplett, aber in so einem Rock'n'Roll-Modus. Das fand ich sehr toll. Ja, sie ist definitiv eine lebende Ikone, das darf man nach mehreren Jahrzehnten wirklich sagen. Und ich denke, sie wird da auch in die Annalen der Musikgeschichte eingehen. Einfach weil sie auf so vielen Ebenen revolutionär war. Das hatten wir auch schon erwähnt mit ihrem Auftreten, mit ihrer ganzen Art, auch der Sound, den sie gemacht hat. Und dass sie sich wirklich alleine hochgebracht hat oder auch schon ihr ganzes Aussehen. Ich meine, also gerade in jungen Jahren war sie auch durchaus attraktiv, aber sie ist jetzt genau wie zum Beispiel eine andere sehr eindrucksvolle Figur, Lady Gaga oder Amy Winehouse. Das sind jetzt keine konventionellen Schönheiten, die wie aus dem Katalog geschnitten aussehen, sondern das sind einfach echte Menschen. Und das hatte auch damals schon was ganz Spezielles, Rebellisches, dass sie sich nicht hat irgendwie von 1000 Make-up-Artists formen und umstylen lassen, sondern immer sie selbst und authentisch geblieben ist und dann auch in Interviews da wirklich tolle Sachen sagt, so ja, ich trage seit 3 Tagen die gleichen Klamotten und stinke hier, weil ich keine Zeit hatte, mich umzuziehen oder so. Und das ist einfach sehr authentisch. Ja, auch wie sie diesen Pop-Zirkus auch immer wieder so vorführt, ist wirklich auch ganz amüsant. Du hast es schon gerade eben erwähnt, ihre eine Auftritt da in Großbritannien bei Top of the Pops, wo du dich dann auch fragst, so, wie konnte da, also, wie ist sie da gelandet? Weil ja im Prinzip so ziemlich jeder irgendwie versteht oder weiß, das ist jetzt keine Bühne für Peaches, aber trotzdem hat sie es versucht. Und das war auch einfach ein toller Moment. Und ich konnte mir ja schon das Interview anhören, was du mit den Regisseuren geführt hast, also mit dem Philipp Fußenegger und der Judy Landkammer. Wie gesagt, die hat schon gesagt, zum Kinostart erscheint es bei Movieback. Hört euch das bitte an, das ist sehr interessant. Und ich habe wirklich, also Hochachtung dafür, was sie da geleistet haben, weil ja anscheinend, und da kannst du mehr erzählen, das Projekt ja durchaus auch hin und wieder mal auf wackeligen Füßen stand, oder? Ja, so wie Philipp es eben gesagt hat, wurde er da angesprochen, ob er das übernehmen konnte, weil da wohl jemand abgesprungen ist. Und es gab nie einen Moment, wo alles dann so zusammenbrechen oder zu scheitern drohte. Aber die beiden haben zum Beispiel erzählt, dass sie ihr irgendwann am Anfang mal einen Rohschnitt, der noch ganz unfertig war, wirklich überhaupt nichts mit der fertigen Version zu tun hat, aber wo sie einfach mal so ihr das so gezeigt haben, um sie so ein bisschen zu konfrontieren und aus der Reserve zu locken, was auch gut geklappt hat. Denn Peaches hat dann wirklich ganz offen gesagt, was sie daran nicht gut fand, was daran nicht geht, aber auch wirklich gemerkt, das sind Leute,
die wollen meinen Input, die wollen nicht einfach hier ihr vorgefertigtes Bild von mir bestätigen, sondern mit mir zusammen was machen, und hat sich dann auch mehr und mehr geöffnet und den beiden eben auch dieses sehr spannende Archiv zur Verfügung gestellt, wo am Anfang, so wie Judy und Philipp es erzählt haben, eben nicht feststand, dass sie das in die Doku mit einbeziehen dürfen oder überhaupt zu sehen bekommen, sondern dass auch Peaches da quasi erst mit einer gewissen Distanz rangegangen ist, so mal sehen. Und dann sich entschlossen hat, ja, auf die beiden ist Verlass und die haben den gleichen Vibe wie ich. Das wird was. Und es ist eben wirklich was geworden. Und ich denke auch gerade in unserer, ja, neokonservativen Gegenwart, die mit großen Schritten sich manchmal wieder der Vergangenheit annähert, ist das ein wichtiges Statement, wie hart die Kämpfe um bestimmte Errungenschaften war, und seien es nur so banale Dinge, wie man in der U-Bahn sitzt oder dass man Körperhaar haben darf und nicht entfernen muss, wenn man nicht möchte, weil es sozial so unakzeptabel ist. Ja, mein Lieber, ich für meinen Teil habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen möchte zu Teachers of Peaches. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest, außer dein Fazit? Nein. Gut, dann ist jetzt Fazitzeit und diesmal lasse ich dir den Vortritt. Ja, Leute, ab ins Kino, schaut euch Teachers of Peaches an, legt das Album auf, wenn ihr es habt, feiert diese Frau, feiert diesen Film, es ist wirklich wunderbar, eine tolle Hommage, die aber niemals in Tumbelopudelei abdriftet, sondern immer auch ein kritisches, waches Porträt bleibt. Aber Peaches ist einfach eine Figur, egal ob man ihren ganz speziellen Elektrosound mag oder nicht, die ist faszinierend und ist absolut wert, ihr rund 2 Stunden zu verbringen. Ja, ja, meine Meinung ist, fuck the boredom away und guckt euch Teachers of Peaches an. Eine Dokumentation, die informativ ist, genauso wie sie kraftvoll und unglaublich unterhaltsam noch amüsant ist. Ich habe wirklich Hochachtung vor der Frau, jetzt noch mehr als davor. Schöne Doku, gut gemacht, macht Spaß, toll, ab 9. Mai im Kino. 2-mal eine Empfehlung von uns, damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und natürlich auf unserer eigenen Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich sage auch Wiedersehen und Lieder, dir gebührt das letzte Wort. Ja, shake your dicks, shake your dicks, shake your dicks. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.